Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 2016. Und ich glaube, guck mal, erstmal haben wir es geschafft, dass hier Dybala auf Platz 1 der Top-Torjägerliste ist. Dann sind wir natürlich Tabellenführer und es ist der 17. Spieltag gewesen, also müsste jetzt die Winterpause kommen. Und da müssen wir noch einen Spieler zurückholen, und zwar unseren Coman. Ja. Trainer, wir müssen einmal reden. Die Transfer ist meine Chance, den Verein zu wechseln, neu anzufangen. Bitte geben Sie mir die Möglichkeit, indem Sie mich verkaufen. Ich bleibe gern Trainer. Ich habe mich entschieden, dass ich bleiben will, Trainer. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie Geduld mit mir hatten und mich unterstützt haben. Es bedeutet mir viel, hier so gut aufgenommen worden zu sein. Und es fühlt sich an wie mein neues Zuhause. Ich möchte bleiben, Ihnen und der Mannschaft helfen und Ihnen vertrauen. Und Ihr Vertrauen an mich zurückzahlen. Ja. Alles klar. Freut mich sehr, das zu hören, David. Das kriegen wir hin. Trainer, danke fürs Zuhören und die Spielzeit. Ich bin jetzt viel glücklicher. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir wollen auf jeden Fall dann mal den Vertrag von Alaba verlängern. David Alaba, wo haben wir ihn? Alaba hat ja sogar noch 2 Jahre und 6 Monate. Brauche ich doch gar nicht verlängern. Kostet mich nur sau viel Kohle dann. Und dann hat er ja immer noch voll viel. Pogba abgelehnt. Lewandowski müssten wir mal verlängern. Der will auch 300.000 haben. Und Müller genauso. Alter, der will auch 300.000. Neuer müssen wir auch noch verlängern. Auch mal so. Nee. Neuer. Alter, du kriegst nicht für 400.000 doch nicht. Und wir müssen Spieler verkaufen. Rode muss weg. Rode, wo haben wir ihn? Rode, Martinez. Setzen wir auf die Transferliste. Dann setzen wir auf Transferliste. Ja, Sané nicht. Rode. Noch mehr. Im Prinzip könnten wir für Lahm auch noch mal Geld holen, bevor er dann komplett. Aber wir haben den Vertrag auch verlängert, der auch eigentlich unnötig. Der kann außerdem überall spielen. Deswegen wollen wir den eigentlich nicht. Nee, der macht sein Karriereende hier bei uns. Ja, lassen wir es erstmal so. Da unten haben wir schon einige, die jetzt auf der Liste sind. Hier nochmal Training. Sterling trainiert. Sterling geht echt ab. Also wenn der so weitermacht, dann wird er noch die 90 locker knacken.
Vertragsverlängerung. Ich habe ihr Vertragsverlängerung durchgesprochen und beide sind uns einig, dass der Anspruch genügt. Okay. Dann nochmal mit. Müssen wir bei Müller nochmal ran? Ah, wir können gerade nicht mehr, ey. Bieten. Keine Kohle dafür. So, müssen wir mal die Angebote angucken. Die Baller. Alle können die alle vergessen, ey. Was wollen die denn hier? Vertragsangebot abgelehnt. Ja. Ziehen Sie alle den Schwanz wieder ein, wa? Ding, Thiago würde ich sogar abgeben. Also da muss nur die Summe stimmen. Genauso wie bei Matip. Müller wiederum nicht. Alter, die bieten schon 85, aber das ist immer noch zu wenig. Joa, dann ist das so. Müller muss ich auch nicht die ganze Zeit spielen lassen und der hat trotzdem gute Laune. Dafür, dass du fast nur auf der Bank sitzt, brauche ich nicht mit dir über das Gehalt sprechen, mein Kollege. So hat der David jetzt verlängert. Ach nee, den brauchte ich gar nicht verlängern, weil der eh noch so lange Vertrag hat. Wow, Douglas Costa, 87 Millionen. Okay. Dann müssen wir uns einen neuen suchen, einen neuen Flügelspieler. Für Costa und wer wäre da denn am besten geeignet? Auf dem Flügel. Bale und Ronaldo sind alle schon zu alt jetzt hier in dem Spiel. Kannst du alle vergessen. Ach so, wir müssen auf jeden Fall Coman zurückholen. Hätte ich fast vergessen, ey. Moment. Spieler suchen. Oh, ey, irgendwas ist mit meinem Controller. Der zieht immer nach ganz rechts. Hä, was denn? Was denn? Was denn? Kontaktieren für Kauf. Was bieten wir da mal?
Wen gibt es denn noch so, der interessant ist auf der Außenbahn? Hazard, wie alt ist der? Ja, 27 ist er schon, der Eden. Wen gibt es noch? Es gibt gar nicht so mega krasser Flügelzangen, ne? Fast alle sind bei Bayern. Schon Standard. Es geht halt darum, auch jemanden Junges zu finden, ne? Nicht irgendein Flügelspieler, sondern halt auch jemanden, der jung ist. Und vielleicht Bellarabi nochmal. Aber ist der jetzt wirklich auch... Ja, der ist ja auch schon 27. Dann lass Hazard, ey. Ist Hazard doch die beste... Huch, was mache ich denn hier? Ja, den könnte man mal. Können wir mal ein Angebot machen? Oh, Pogba, 92 Millionen, das ist viel zu wenig. Für 47 würde ich ihn verkaufen. So, ist Costa jetzt eigentlich gegangen oder nicht? Weil der Costa war doch... Ja, ist noch da. Konnten die sich wieder nicht einigen oder was? Spieler verkauft, Costa. 74 Millionen wurden mir gut geschrieben. $9 Millionen für Kingsley Coman, dann kriegen wir ihn wieder zurück. Fünf Jahre. Passt doch. Warum wurde mir kein Gehalt gut geschrieben dafür, dass ich den... Costa verkauft habe. War der so, hat er nur so wenig verdient oder was? Neues Angebot unterbreiten.
Warum wollen die ganzen Spieler nicht, die Leute, ey? Wow, Marquinhos steigt eine Stufe. Sich in fast allem verbessert. 84. Jo. Angebot annehmen, bestätigen. Dann haben wir unseren Coumont wieder. Nochmal verbessern. Bessern wir nochmal nach. Den würde ich auch noch verkaufen, wenn das richtige Angebot kommt. Alter, wie viele den haben wollen? Muss noch einmal jetzt gucken. Beziehungsweise wir beenden mal in der nächsten Folge die Transferphase. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Transferfolge. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen da. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.